Herzlich willkommen hier. Ganz kurzes Interview über was wir heute erlebt haben bei der Veranstaltung hier von Michelin. Ich wollte kurz fragen zuerst, was hat diese Veranstaltung euch mitgegeben, sozusagen? Was bringt ihr mit nach Hause? Also zunächst mal vielen lieben Dank für die Einladung zu der Veranstaltung, weil das war wirklich eine großartige Veranstaltung. Es ist vielschichtig, was man mitnehmen kann, wenn man hier war. In erster Linie, glaube ich, ist es dieses Feeling von hochprofessionellen Leuten, die ganz offen über unterschiedliche Aspekte in der Branche reden können. Natürlich immer mit einem Bezug zum Thema E-Paper, aber auch Medien im Allgemeinen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, weil das hat man nicht sehr oft, so kompetente Leute auf einen Haufen zu bekommen. Zum anderen tatsächlich die Fachvorträge, die unterschiedliche Flughöhen abdecken, aber auch gleichzeitig immer wieder einen Bezug haben zum Produkt. Und damit einen Beitrag leisten, das Bild zu schärfen, wie kann man Strategie auch in Zukunft, auch was das Thema E-Paper betrifft, vorantreiben. Das finde ich sehr spannend. Okay, ja. Zum anderen, welche Rolle spielt Ihr E-Paper sozusagen momentan, wenn man in Ihre übergeordnete Strategie reinschaut? Also Wie ist die Rolle von Ihrem E-Paper sozusagen? Die Rolle verändert sich gerade. Ja. Wir sind in einer Situation, wo E-Paper sehr oft verstanden wird als etwas, das jetzt den Rückgang vom Print kompensieren kann. Ich glaube, da wird man E-Paper nicht ganz gerecht. Also wie wir auch heute gehört haben, es ist eigentlich ein Transaktionsprodukt, wenn man so will, mit unterschiedlichen Ebenen und auch Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können. Und was unsere Strategie betrifft, wir glauben an einen Wachstumsmarkt, was E-Paper betrifft. Also das ist tatsächlich so, dass wir derzeit 7% Wachstum haben und wir glauben daran, dass wir das also deutlich noch steigern werden, vor allem in der Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank, Martin, okay, und eine schöne Heimreise. Ja, danke.